So Leute, willkommen zurück bei Wolfbert LP mit Pokémon Trading Card Game. Heute mit Gast, dem lieben Awesome Kind. Hey! So, Regel, du musst dich erstmal vorstellen, weil du bist neu hier und das erste Mal in einer Audioaufnahme dabei. Was soll ich da großartig sagen? Ich bin AwesomeKind, ihr könnt mich auf YouTube finden, aber viel an Videos habe ich bisher noch nicht hochgeladen. Ja, den Link zu seinem Profil verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Den Link zu seinem Profil. Leute, ich rede wieder Stuss, aber ansonsten ist okay. Wir haben uns Macht ja nichts. gedacht, ja, dass ich vergessen habe, Skype auszublenden. Mal wieder, wie immer. Kennt ihr ja von mir. So. Es wurde ja schon gefordert, dass ich gegen dich kämpfe. Also fordere ich dich gerade mal heraus. Okay, ich überlege nur kurz, welches Deck ich nehme. Ja, das ist ein Spaßdeck. Nehme ich mal. Ja, das ist ja. Das muss ja auch ein bisschen Spaß machen jetzt. Mein Deck kennt ihr ja schon. Das wurde ja zum Glück relativ gut aufgenommen, die neue Version. Ist doch besser als den letzten Ja, finde ich auch. Decks. Ich finde die sehr, sehr schön. Da fühlt man sich gleich wieder gut, wenn man mal wieder was richtig gemacht hat. Ja, noch ein, zwei Karten können, würde ich an deiner Stelle ändern, aber das ist ja jetzt egal. Miu, hallo. Hallo. Eine Naja. Karte, die du magst, ne? Total. Wie mache ich das denn jetzt? Man muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade die Münzwurf-Animation ausgestellt, weil wir haben gestern mal ein paar Kämpfe gemacht und dabei ist das Spiel mehrfach bei der durch die, also vielleicht durch die Münzanimation, vielleicht auch einfach so abgeschmiert. Und das war nicht ganz so lustig. Ja, das stimmt. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und wenn ihr jetzt kurz mal ab und zu mal sowas Abgehacktes hört von AwesomeKind, das kann an seiner Internetverbindung wahrscheinlich nicht liegen, sondern liegt an meiner. Wahrscheinlich, ja. Das ist halt bei mir ein bisschen doof, weil ihr wisst ja, Studentenwohnheim und so weiter. Da ist das nicht gerade die Idealverbindung. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen doof war, weil er gleich N aktiviert, aber das ist okay. Ja, ich weiß gar nicht, mit was ich hier eigentlich angreifen soll. Es gibt eigentlich nur eins. Das macht 20 Schaden. Zwango wäre Ne, auch möglich. Zwango, ja, kannst du auch machen. Wenn du Ja, das klauen möchtest. Meine ich glaube, das schöne benutze ich Zwango-Attacke. jetzt. Weil das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mir hier ein paar relativ gute Pokémon auf die Bank positioniere. Klaut dir einfach hier. Naja, ich bediene mich. Wenn du schon gute Attacken hast, dann muss ich die auch ausnutzen. Na, müssen nicht können. Ah, ich erkenne dein Deck jetzt schon als Kanon-Deck. Natürlich. Und du benutzt natürlich auch Zwango. Ja, weil ich würde ja keinen Schaden machen. Sieht so aus, ja. Gut, wie mache ich das denn jetzt? Ich aktiviere die Karte, die ihr auf meiner Hand seht, natürlich nicht. Aufgrund, ja, könnt ihr euch ja denken, ich sag's extra nicht, damit mein werter Gegner nicht weiß, welche Karte es ist, obwohl er das wahrscheinlich eh schon weiß. Man kann es vermuten. Wir sind ja auch nicht so. So, jetzt kann ich mir ja aussuchen, was für eine Attacke ich haben möchte. Ich entscheide mich für Brilliant Voice, obwohl es eigentlich völlig wurscht ist. Warum auch immer das bei dir auf Englisch ist, aber naja. Ja, das ist ganz komisch, ne? Bei dir, ist das bei dir auf Deutsch? Bei mir ist das auf Deutsch. Sehr, sehr merkwürdig. Ich kann es aber durch den Bug auch nicht aktualisieren. Das hast du ja gemerkt, ne? Gestern im Spiel abgeschmiert, das habe ich hier noch in überhaupt keinem Video erzählt. Ja. User Accept. Also ich kann nicht auf den User zugreifen, das fand ich schon mal sehr, sehr lustig. Hat sich's gleich beschwert, dann habe ich das natürlich versucht, über die Registry ein bisschen zu ändern. Ging natürlich auch nicht, weil Computer sagt, nein, nicht mit mir, darfst du nicht. Ja, Pech gehabt. Ich habe dann am Ende den Refresher einfach einzeln gestartet. Das hat geholfen. Also wer einmal den Bug hat, dass er das Spiel nicht aktualisieren kann und deswegen dem Refresher spinnt, dann einfach mal den Refresher in der Datei selbst starten. Also im Ordner selbst. Nur mal als Hinweis. Okay.
So, und jetzt habe ich natürlich das große Problem, dass dein Pokémon weder ein Ex-Pokémon ist noch und eine Fähigkeit hat. Ja, das ist ganz, ganz blöd. Aber hast den Kopfwurf, dummerweise. Ja, das ist gut. Solange es so weitergeht, ist alles in Ordnung. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das Vieh jetzt kalt machen soll. Da bin ich noch etwas ratlos, aber vielleicht hilft's ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber nein. Sieht jetzt etwas schlecht aus, weil alles wird jetzt gewandelt, killt. Ja, es sieht sehr, sehr schlecht aus gerade. Ah. Ja, Kanon-Decks können heftig sein, wenn sie funktionieren. Bei dir funktioniert es ja dummerweise. Natürlich. Warum sollte es nicht funktionieren? So, und wieder ein Stone. Ist ja nicht so, dass wie gestern alles schief geht, ne? Ja, gestern war ich irgendwie permanent eine schlechte Hand, so. Ja. Aber jetzt läuft alles gut. Da muss man dazu sagen, wir haben ja gestern ein paar Spiele schon gemacht und gestern lief bei Awesome Kind wirklich alles schief. Ja, aber diesmal, ich bin zufrieden, also theoretisch habe ich jetzt gewonnen. Außer jetzt passiert irgendwas Verrücktes. Jetzt passiert das Undenkbare. Auf einen Schlag bist du tot. Meine One-Hit-Kill-Karte. Genau. Du machst irgendwie 5 Preise durch einen Kill ziehen. Würde ich gerne sehen. Ich auch. Oh, ich bin noch nicht einmal besiegt. Leider nicht. Schön. Ja, dann war's das wohl. Ja. Dumm gelaufen. So gut kann ein Kanon-Deck sein. Passiert dummerweise und ich krieg nicht mal einen Preis dafür. Oh. So, das Ganze machen wir nochmal, weil Awesome Kind wollte uns noch ein Deck zeigen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen. Ja, ich hab ja genug. Was nehme ich denn? Ja, den Typ, den du nicht magst. Oh nee. Gott, das Feendeck. Ja, Leute, ich hasse Feen. Feen, nee, ich hab das schon so oft erläutert, das muss ich, glaube ich, nicht mehr wiederholen. Ich mag Feen. Ich mag Züge. Ja, okay. Du lebst sogar noch. Nach dieser Aussage. Ja, das ist erstaunlich. So. Was du kannst, kann ich auch. Und dein... Es ist immer so. Ich sag's doch immer. Erste Runde. Nee, letztes Mal hatte ich kein Steinschild im letzten Spiel. Und auch keinen Dingsbums, ne? Du weißt. Mhm. Hypnotoxic Laser, der kam erst später dazu. Dann muss ich erstmal diese Karte loswerden. Ach, schon wieder. Ja, natürlich. Leute, ihr müsst wissen, das hier ist Standard bei uns. Ich spiele Steinschild und er macht's kaputt. Ich mag diese Karte nicht. Die ist einfach zu stark. So, jetzt müssen wir hier mal ein paar andere Seiten aufziehen. Nee. Muss er nicht. Doch, muss. Ja. Ist Pflicht. Es ist nicht unbedingt immer so gut, diese Attacke einzusetzen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass man da viel Schaden raushaut. Du solltest dir ein Dings holen. Oder, ich habe eine Fliege hier. Du solltest dir ein Victini holen. Ja, Victini wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, für alle, die es nicht kennen, das hast du ja, glaube ich, nicht gespielt, als wir damals im Let's Play gegeneinander gekämpft haben. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die meisten es nicht kennen. Victini hat die schöne oder minder schöne Angewohnheit, dass es einfach den Münzwurf annulliert und das Ganze nochmal startet. Ja, weil es ganz nett zu mir ist. Genau deswegen. Ja, ist es dreimal Kopf, ne? Ich sag's euch, das hier wird mich besiegen. Die Weltal, keine Fee. Ich lass mich nicht von einer Fee umbringen. Mal gucken. Wie viel will das tun? Wie viel bringt erstmal deine Karten hier durcheinander? Ich hasse dich abgrundtief. Weißt du das? Ja, ich weiß. Dann ist gut. Du weißt es gut. Ist schon mal ein Anfang. Ja, auch wenn dein Knackrad jetzt langsam aufgepowert wird, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hab ja noch einen Zulkion. Dann habe ich auch noch eine Regenbogenenergie. Ja, das passt doch eigentlich. Jetzt kann ich
ich eigentlich noch ein bisschen mehr Schaden reinhauen. So. Ich liebe dafür mein Parfiness. Ich hasse Fähigkeit. Dieses Mistvieh. Ich frag mich, wieso? Doch. Ach man, jetzt überlebt er auch noch eine Runde länger. Und noch länger. Ich hab noch mehr. Ich bin nicht fertig, bevor ich nicht die letzte Karte gespielt habe. Okay, warte mal. Ne, ich mach zu wenig Schaden. Schade. Ja, dann tue ich die Energie halt wieder weg. Ärgerst mich ja. Alles wieder auf die Welt teilen, damit es stark ist. Geh mir weg mit dem Vieh. Trotzdem kann ich das dann so machen. Die Welt teilen Kraftband geben. Und dann, wie viele Karten habe ich noch im Deck? Genug in Endspielen. Weißt du, so ab und zu... Und Vorsicht. Ja. So ab und zu kann ich ihren Kopf abreißen. Ich weiß. Das ist das Tolle dran. Und dann nochmal drauf haben wir wieder heil. Guck, passt doch alles. Ich hasse dich. Die Macht der Feen. Warum spiele ich mit dem Kerl überhaupt noch? Keine Ahnung. Also, du tust es. Ich bin der Typ, der gegen dich spielt. Ich weiß. Das ist das Furchtbare. Na, vielleicht kannst du dich ja noch retten. Bisher haben wir noch beide noch 6 Preise, die wir ziehen müssen. Ja, aber das Retten wird schwer. Also klar, ich kann mich retten. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit pur sein, aber die Frage ist, wie mache ich es am günstigsten, sodass ich nicht gerade wieder in die Bredouille komme? Das Problem ist, ich habe Angst vor deinem Iveltal. Solltest du haben. Habe ich, glaube ich, zu Recht. Okay, damit ist das schon mal down. 2 Preise für mich. Ach, er ist Blitzer. Okay, aber das sollte mich nicht... Obwohl, das könnte mich theoretisch töten, wenn du 4 Kopfwürfe hast. Ja, wenn. Das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht. Das ist praktisch unmöglich. Naja, 3, es war schon mal nah dran. Ja, aber wie gesagt, unwahrscheinlich. Ich könnte dich noch weiter ärgern, mal gucken. Wie willst du mich weiter provozieren? Du heilst das Vieh, richtig? Es gibt viele Möglichkeiten, um das zu tun. Könnte ich, aber es wird sowieso gleich sterben durch irgendein Pokémon von dir. Von daher lohnt sich das nicht. Nicht so wirklich. Aber ich kann die... Nee. Kann ich nicht. Ach, einfach drauf. So, noch 3 Preise. Ja, 3 Preise, das ist das Problem. Aber ich schick dir erstmal meine schwächeren Pokémon. Mhm. Ach, kannst du noch die Bank angreifen, du Schuft. Richtig. Ey. Du dreckige Schuft. Das ist jetzt gerade mein großer Vorteil, dass ich deine Bank zuschlagen kann. Ja, aber da kommen noch ein paar andere Pokémon, die dir reinhauen werden. Kannst mich nicht mit einem Schlag besiegen. Ja, das passt schon alles. Und noch eine Unterstützerkarte. Ja, noch mehr. Hast du vielleicht noch was für mich? Nee, leider nicht. Ich habe so wenig Trainerkarten noch im Deck übrig. Zu deiner Beruhigung. Du hast wenig Deck von deinem Deck übrig. Karten habe ich noch. Ich habe noch 12 Karten drin, das reicht. Das reicht, um mich fertig zu machen. So, 120 Schaden. Nächstes Pokémon bitte. Kommt sofort, wie gewünscht. Es steht bereit. So, dann fangen wir doch mal mit dem Hypnotoxic Laser an. Mit Kopf. Geahnt. So, und dann der Powerschuss. Aber ich lebe noch. Noch ist richtig. Ja, okay, dann. Verdammt. Dann ist es sogar so vorbei, aber ich zeige noch eben, was das Tolle ist an diesem Deck. Ich entferne all die Energie von die Weltteil. So. Dann habe ich zufälligerweise ein paar Tränke hier. So, 1. Und 2. Und 3. Ja. Und dann braucht die Weltteil wieder Energie. Alles wieder dran. Auch von Zurück und so das bisschen. Was ja, für alle, die den Supertrank nicht kennen, der kostet eine Energie, ne?
Ja, normalerweise eine Energie, aber... Ja, da du die gerade mal weggeschoben hast. Ich hab nichts drauf gehabt. Furchtbar. Furchtbar mit dem Kerl. Dann noch ein bisschen Energie. Ja, dann hau ich mal zu. Wusch, 200 Schaden. Ja. Also, wenn ihr glaubt, dass ihr den Kerl beim Turnier besiegen könnt, ich werde es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich es packe. Na, ja, wenn ich wieder schlecht ziehe, dann ist es wahrscheinlich sogar. Gut, Leute, aber die Zeit ist schon wieder rum. Oh, das war aber schnell. Ja, es sind schon 15 Minuten. Okay. Der letzte Part war ja eh etwas länger, da ist es so, glaube ich, okay, wenn der jetzt mal wieder nur 15 hat. Lasst uns so ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, auch für Awesome Kind, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Tschüss.